Guten Morgen, willkommen zurück zu Tales of Xillia. Ich bin der Maddie. Moin. Ja, ich habe jetzt nochmal. Ich habe ein bisschen nachgedacht, weil Gehirn ist auch cool, muss man manchmal benutzen. Und ich habe gedacht, jetzt ist mal wieder die Zeit. Und ich habe es einfach gemacht. Und mir ist aufgefallen, wir haben Elvin ja gar nicht in der Gruppe. Boah, schön. Da können wir wahrscheinlich die ganzen Sachen hier nicht machen mit den ganzen Sidequests. Ne? Wenn Elvin nicht da ist, dann kann es ja sein, dass sie dann gar nicht getriggert werden, weil er eine Sprechrolle da drin hat, dieser Alte. Nee. Hat er sich erstmal vorgedrängelt und meint, oh, ich muss jetzt unbedingt meinen Redeanteil haben und deswegen können wir hier nicht weiterspielen. Pretty hungry here. How long has it been since I've had one of Mom's home-cooked meals? Warum regen die sich eigentlich die ganze Zeit auf? Wegen Essen. Ich muss was essen. Ich habe lange nicht mehr gegessen. Ich bin voll die faule Sau. Ich brauche jetzt mal einen Döner. Komm, ruf mal Rafiki an. Der soll uns mal Mufasa grillen. Moin. Passiert nie. Objektladen. Den will ich ja eigentlich nicht erweitern. Waffenladen erweitern. Ja, es muss mal wieder sein. Aber das ist ja jetzt nicht so wirklich die Ausbeute vor dem Herrn, ne? Mir ist gerade so ein bisschen kalt, merke ich gerade mal. Es ist in der Wohnung mal wieder ein bisschen kühler. Einige von euch haben das vielleicht mitgekriegt, dass mein Vermieter mich hier versucht rauszukriegen wegen Eigenbedarfsklage und so weiter. Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, mein Freund. Da musst du auch nochmal mit mir reden. So. Das packe ich jetzt einfach mal weg. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas brauche von. Aber jetzt haben wir zumindest hier so ein paar Sachen. Das wird alles immer teurer hier in diesem Spiel, ne? Leute, also... Zubehörladen. Ja, aber die Gegenstände, die wir kriegen, werden auch besser. Und die müssen wir auch haben. Ich habe mir jetzt schon auf schwer gestellt. Oder nee, auf ansprechend. Was, keine Ahnung. Schwer war mir ein bisschen zu lahm. Das habe ich ja schon ganz oft erklärt, warum ich schwer scheiße finde. Aber das muss ich, glaube ich, nie nochmal machen. Ja, das hat... Ach, sie hat ja die Kompassroute ausgerüstet. Das habe ich ja ganz vergessen. Es stimmt. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Wer kämpft denn gerade aktiv mit? Ach, ich glaube, ich muss Elvin mal ein bisschen... Ich weiß auch nicht, ob das wirklich was bringt, hier sofort neue Gegenstände zu kaufen, weil wenn man das kriegt, die sind ja nicht wirklich gut. Das ist jetzt sowas, was ich im Hinterkopf habe. Wenn ihr zum Kolosseum wollt, müsst ihr die Fähre am Ende dieser Straße nehmen. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort, ihr könnt nicht einfach so hineinspazieren. Aber wenn ihr da hin wollt, dann geht da ruhig hin. Endlich ist die Turniersaison da, das ist die beste Geschäftszeit des Jahres. Oh. Das finde ich ja gut. Normalerweise bei solchen Spielen ist es dann ja immer so, ja, da gibt es ein Kolosseum, ne, aber das kannst du nicht benutzen, da gibt es nichts. Da kannst du nicht machen, weil ist gerade keine Saison. Hä? Schön, ne? Ist wie wenn man so, weiß ich nicht, so im Hochsommer Mancherie kaufen möchte. Die kriegt man dann auch nicht. Das ist genau das Gleiche. Excuse me? Did you drop something, ma'am? Or are you up to no good? Oh, of course not. I was just researching the man behind this statue, Master Hemming. I'm a historian, at least when I'm not teaching. The name's Carla. Carla Outway. Jude Mathis. Tipo! Two E's, one P! Get it right! And what's your name? Elise. Nice to meet you. Oh, you know, some of the children I teach are right around your age. And how old are you? 12. 12, huh? I know. Why don't we have a little pop quiz? Think you can pass? A quiz? Okay. Yeah. There's an arena here in Shandu where all the different tribes compete. Yeah? Do you know who holds the record as the youngest champion ever? Ich. The youngest champion ever? Who gives a quiz before teaching a lesson? She can't answer if she doesn't... Oh, wait. Elise, look. This guy. Master Hemming! Correct. Good job. Waha! I'm the Quizmaster! Du hast so gar nichts gemacht. Oh dear, I'm afraid I'm running late. I hope to see you later. Das haben wir super hingekriegt. That was pointless. It led to absolutely nowhere. Würde... Duck Walker jetzt sagen. Duck Walker finde ich übrigens ultra cool. Ich mag den. Ist ein netter Kerl. Noch ein bisschen impertinent, aber ist ein netter Kerl. Duck Walker. Kennt einer von euch Duck Walker? Wahrscheinlich nicht. Schade. Verpasst ihr was? Der macht gute Reviews. Ich mag ihn.
finde ihn super. Ein bisschen mein Vorbild. Ja, ja, ein bisschen mein. So, wir könnten jetzt theoretisch hier rüber schiffen. Theoretisch. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort. Ihr könnt also nicht einfach so hineinspazieren. Ihr müsst erst mit einem Schiff bloß aufwärts fahren, um euch zu reinigen. Oh Gott. Ja, sollen wir uns jetzt schon reinigen oder sollen wir erstmal hier noch ein bisschen durchgucken? Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen was erforschen, sonst habe ich das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen oder verpasst haben oder so. Was ist hier denn jetzt? Wo bin ich? Hä? Suche die Wyvern? Ja, sind wahrscheinlich hier drin, oder? Wie war das? Die Art und Weise, wie wir Götter anbeten, ist ziemlich eng mit unserer Tradition der Ahnenverehrung verknüpft. Wenn ein besonders starker Mensch stirbt, wird seine Seele unserem Glauben zufolge als Geist wiedergeboren. Aha. Oh, that's right. I have to write to my folks. Tell them I'm going on a trip. Leia, did you run away without telling anyone? You're a juvenile delinquent! Oh, relax, relax. Don't people always say if you have a cute daughter, show her the world? I have never heard that expression before. Nope. Your parents must be so worried. Well, you might be right. But I really wanted to go with you guys. Perhaps if I wrote a few words to your parents, it would help to put their minds at ease. Thanks. Dad's probably crying his eyes out by now. What about your mom? My... Mom? She's gotta be furious. She'd beat the living crap out of me if I came home now. Ist aber noch besser, als so Eltern wie Jude zu haben. Der Tunnel wurde von demselben Clan gegraben, der auch Xiandu, die sprechen das anders aus, ich weiß, aber errichtet hat. Sie verwendeten Geisterarzt und Monsterarbeit und die Fertigstellung dauerte trotzdem noch Jahrzehnte. Irre, oder? Soll ich jetzt das Dorf errichten? Errichte das Dorf. Irre. Um von hier aus in Aujuls Hauptstadt Kanbala zu kommen, müsst ihr den Tunnel nehmen. Was? Trotzdem führt euer Weg auch durch das eisige Mon-Hochland. Bereitet euch also gut darauf vor. Vor der Vereinigung gab es hier ein riesiges Fallgitter. Zehntausende möchtegern Eindringlinge haben hier, wo wir jetzt stehen, ihr Leben gelassen. Okay. Möchtegern Eindringlinge. Naja. Früher war Xian... Du, eine undurchdringliche Festung von einer Stadt. Dieser unterirdische Tunnel gibt euch einige gute Vorstellungen davon, wie es gewesen sein muss. Ich finde, wenn da du steht, dann bin ich immer so aus dem Tritt, ne? Dann denke ich, ja, redet ihr jetzt mit mir oder heißt die Stadt so oder was? Wenn man da schon speichern kann, dann hat das nichts Gutes zu verlauten, denke ich mal. Deswegen gehe ich mal ein bisschen zurück. Ich finde es schade, dass Alvin nicht da ist. Das ist echt schade. Ich hätte nämlich am liebsten jetzt noch mal ein bisschen, ne? Muskeln stehlen und so weiter gemacht, aber ne. Also stehlen im Sinne von Stahl und nicht von abziehen, klauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann keine Muskeln klauen. Ey du, gib mal deine Muskeln her, Alter. Würde ich gerne mal können. So many of the statues have beards. The allure of a well-kempt beard transcends all cultural bounds. Ja. Look at those giant ribbons. Wie war das? Ihr sagtet, dass ihr die Wyvern sehen wollt? Dann geht über die Brücke ans Ostufer. Dort findet ihr links eine Treppe. Sie führt zu einem Aufzug, der euch zu den Wyvern bringt. Aber macht ja nichts, was sie aufregen könnte, verstanden? Sind die Stoffbahnen, die überall in der Stadt hängen, nicht wunderschön? Das sind Gebetsfahnen und jede von ihnen trägt den Wunsch an der Person, die ihnen aufgehängt hat. Je größer und schöner die Fahne ist, desto größer ist angeblich die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunsch erfüllt wird. Yes. Hey, wisst ihr was? Ich spreche die Sprache der Pferde. Dieses Pferd sagt zum Beispiel, ich will eine Karotte. Das ist cool. Ich spreche auch die Sprache der Pferde. Ich zumindest manchmal das Gefühl, dass ich das tue. Scully spricht die Sprache der Pferde. Er ist ja ein geiler Hengst. So, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen überfragt. Warte, ich muss jetzt hier so... Ah. Mensch. Die Turniersaison ist da und das heißt, in Xiandu wird es Blut regnen. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder den Laden verließ, um herumzuhängen wie ein Nichtsnutz. Warum bin ich immer diejenige, die ihn suchen und wieder herschleppen muss? Wahrscheinlich ist er wieder auf der Xagut-Stromtalwiese, aber allein kann ich nicht dorthin gehen. Nehmen wir an. Wirklich? Ihr werdet mir dabei helfen, ihn zu suchen? Vielen Dank, mein Bruder hält es niemals lange an einem Ort aus. Das ist echt ein Problem.
Es gibt ein Boot, das euch zur Xagat-Stromteilwiese bringt. Es wartet nur einen kurzen Fußweg von hier entfernt. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm bitte, er soll nach Hause kommen und dass meine Mutter und ich wütend auf ihn sind. Ja. Hallo, deine Family ist wütend auf dich. Komm mal wieder an, ey. Schon wieder ein Boot. Wenn ihr flussabwärts geht, gelangt ihr in ein großes Feuchtgebiet. Ich habe Gerüchte gehört, dass dort ein unglaublich starkes Monster leben soll. Auf der Xagat-Stromteilwiese treiben sich jede Menge starker Monster herum, aber wenn ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt, könnt ihr den Gerüchten auf den Grund gehen. Wenn ihr den alten Mann da drüben fragt, kann er euch mit seinem Boot zur Stromteilwiese bringen. Ja, das möchte ich aber nicht. Wollt ihr flussabwärts? Nein. Ich glaube, wir müssen erstmal zu den Wyvern. Obwohl ich auch gerade so ein bisschen Schiss habe, in diesem Spiel etwas zu verpassen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es könnte ja sein, dass wir jetzt erst noch zum zur Arena müssen. Und da so ein bisschen Spaß haben. Aber es könnte auch sein, dass wir erstmal hier die Wyvern machen müssen, weil in der Arena gerade nichts läuft. Das kann alles möglich sein. Und Tür ist verschlossen, du kannst wohl nicht eintreten. Aha. Hier treffen wir bestimmt wieder diese eine mit dieser roten Strähne. Könnte ich mir vorstellen. Wäre ja sinnvoll, logisch jetzt. Irgendwie jemanden zu treffen, den man schon mal gesehen hat, ne? Bisschen. Das ist aber auch so eine rote Heringstadt. Was ist das hier eigentlich? Warum haben die so viele Viecher hier? Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? You there. What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. Whoa! Mila! May we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! What? It's submitted to her without the use of beastcraft. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! I'm Jürgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Shandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Once every decade, Shandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. And yet, I sense a special power within you. Would you be willing to represent the Katarl clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. If we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Mila? Yes, we need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in a real martial arts tournament. I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. I'm gone 5 minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere. Where have you been, little buddy? We were nearly squished! Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. Yay! Elvin ist wieder da. First it's falling rocks, now it's howling wyverns.
I hate Yondu. Na, ich meine, so viele Tiere hier unten sind ja auch ganz viele Nutztiere. Das ist ja heftig. I can't believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Ugh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink or pig. But I thought you were a teepo person. What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course.